Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Film von Turbo TV. In diesem Film zeige ich den Lampenwechsel bei einem Ford Focus Baujahr 2015 mit Halogenscheinwerfern. Bei der Videoaufnahme habe ich auch einmal einen Vergleich verschiedener Glühlampen erstellt, die ich bisher im Einsatz hatte. Da bei fast allen modernen Fahrzeugen im Motorraum inzwischen sehr wenig Platz ist, muss auch bei dem Focus der Scheinwerfer ausgebaut werden. Hierzu reicht ein einfacher, breiter Schlitzschraubendreher, mit dem je Scheinwerfer je zwei Schrauben herausgedreht werden müssen. Mit etwas Übung kann der Scheinwerfer nun relativ einfach entnommen werden. Da das Kabel lang genug ist, muss man den Stecker von dem Scheinwerfer nicht unbedingt abziehen. Um an die Birne heranzukommen, müsst ihr eine Abdeckung abziehen, die einfach nur aufgesteckt ist. Um einen falschen Einbau zu verhindern, sitzt der Lampenhalter rechts und links in einer Führung. Zwischen den beiden Führungen befindet sich ein Entriegelungshaken, der hereingedrückt werden muss, um anschließend die Birne einfach herausziehen zu können. Achtet vor dem Einbau der neuen Birne unbedingt darauf, dass diese richtig herum in den Lampenträger eingesteckt wird. Die Nase an der Birne muss unbedingt in diese Aufnahme. Nun könnt ihr den Lampenträger wieder einsetzen und vorsichtig einrasten. Kontrolliert unbedingt nochmal, dass alles richtig sitzt. Zum Schluss noch den Deckel wieder aufdrücken und kontrollieren, dass dieser überall sauber anliegt, da ansonsten später Feuchtigkeit in den Scheinwerfer eindringen kann. Der Einbau des Scheinwerfers erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Und wenn dieser die richtige Position hat, braucht ihr nur noch wieder die beiden Schrauben eindrehen. Zum Schluss zeige ich noch einmal den Vergleich der verschiedenen Glühlampen, die ich im Laufe der Zeit in verschiedene Fahrzeuge verbaut hatte. Diese habe ich beim Erstellen dieses Videos nacheinander eingebaut, um anschließend den Vergleich darstellen zu können.